Oh, geht ihm auf den Sack. So hin. Haben wir es langsam? Oh, Spitzenplünderer, der da unten lag auch noch. Eieiei. Ei, ei. Da ist was Blaues. Ah, das Plündererradar, ja, das ist okay, das nehme ich gerne mit. So, habe ich jetzt meine Ruhe, danke. Dann können wir die Tür aufmachen. Und das wird ein Flugschreiber werden. Denke ich zumindest. Hoffe ich nicht. Das sollte reichen. Dass sich das mal lohnt, so ein Ding wieder wegzumachen hier. Ja, da ist er. Hm. Ich dachte, ich werde dich losmacken. Aber einmal Pilot, immer Pilot, hm? Weiß nicht. Hast du überhaupt einen Flugschein, Hansen? Ja, verstanden, Kontrolle. Wir sind bereit zum Abflug. Ich schätze, der Bürohengst, der uns Fleischklopse mit Robotern ersetzt hat, ist heute mächtig stolz auf sich. Okay, Mac. Auch mit uns. Splittern wir etwas Blech. Diese Pilot. Oh, da wollte sie noch was sagen. Sorry. Kannst gleich weiterreden. So, damit haben wir das, das. Auch. Ist hier nichts mehr, wa? Haben wir am Anfang noch irgendwelche Dinger? Da ist er. Nee, nicht auch eine. Ah, nee, das war Feuerglimmer, glaube ich. Welches Dings ist denn in der Nähe? Das hier, wa? Gut, dann haben wir nur noch das und dann geht's ab zum, Dingens, genau, zurück zum Unterschlupf, um das, abzugeben. Ach Gott, Kacke, stimmt, das war da ganz oben. Stimmt, da bin ich extra auch geklettert, um da nicht weiterzukommen. I do remember this. I do remember this. Das kleine Lager da unten ist mir ehrlich gesagt sehr egal. Warum muss denn ausgerechnet jetzt die Sonne untergehen? Ja, gut, okay. Oh Gott, okay. Jetzt ist es da gerade aus, als wenn es blau gewesen wäre. Ja, auch wieder. Hallo? Hallo? Ist es, gerade sagen, echt so schwer, da gerade hochzuklettern? Willst du mich gerade verkohlen? Okay. Eine Metallblume. Diese Ranken suchen den Weg in den Turm. Naja. Naja. Ist okay. Es ist jetzt nichts Großartiges gewesen, aber es ist okay. So. Haben wir alle. Ich glaube tatsächlich, wir haben damit alle erst einmal, die ich, von denen ich weiß, abgehakt, oder? Ich glaube schon. Nix, da ist nichts mehr, da dürfte auch nichts mehr sein.
Nö, ich glaube, dann können wir jetzt getrost mal Folgendes machen. Lagerfeuer. Dann bringen wir mal die Story ein bisschen weiter voran wieder. Du siehst kampfbereit aus. Immer eine gute Idee. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Nein, nee, das glaube ich nicht. Das heißt, das glaube ich nicht, das weiß ich. Machen mal ob hier das Ding. Jetzt fängt der wieder an mit Musik. Können wir jetzt Donnerkiefer überbrücken? Das ist ja ein Witz. Achso, das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Auch nicht, was fehlt mir? Du kommst primär näher. Ja, aber so viele sind es gar nicht mehr. Maschine habe ich. Hä? Okay, der Fischer wird nicht richtig angezeigt. Das hier habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Schlachtrücken. Aber ja, das ist mir egal. Das ist durchaus wichtig und das ist sehr wichtig. Backbank! Waffen-Upgrades. Für was haben wir denn ein Upgrade? Das ist tatsächlich nicht. Sturmvogel, Sturmkampf. Frostklauen-Beutelgewebe finden. Okay. So, wichtiger ist erstmal jetzt die Munitionsherstellung hier. Das Ding hier ist halt ganz wichtig. Ja, ich werde jetzt hier für alles erstmal die Muni voll machen. Einfach weil A, ich es kann und B, ich es muss. Okay, damit mir das nicht weiter auf den Sack geht, jetzt auch einfach hier diese blöden Bolzendinger voll machen. Wenn das nicht mehr um Keks geht. Und mir nicht immer angezeigt wird mit, du kannst dich noch voll machen. Dann wird mir nämlich nur... Oh, hoppala, das reicht noch nicht. So. Jetzt ist hier nichts. Doch mal 6? Ach, Mann. Ich brauche dafür alles Maschinenmuskeln. Aber, ja, wie gesagt, dann wird es mir wenigstens nicht mehr angezeigt und geht mir nicht auf den Keks. Na 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 nerv. So, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir alles. So, Feinherstellung ist mir egal, die Waffen-Upgrades sind mir auch erstmal egal. So. Aloy, in der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Erstmal mit Erend reden, damit die Musik kaputt spielt. Ja. Zu spät. Wir knöpfen uns bald zu Festes spielen. Vor. Na endlich. Jetzt kommt mal etwas Leben rein. Das haben zumindest die Alten immer gesagt, glaube ich. Aha. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen hierher zu bringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Du hast dich bestimmt schon an den Fokus gewöhnt. Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? Mich nützlich machen. Hab Geduld. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt?
Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Er hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morlun scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Seine Leute wissen, wie man kämpft. Meistens. Okay. Ja, stimmt, leider nur meistens. Ich muss jetzt gehen. Grüß mal Gaia. Aloy, ist es das, was ich glaube? Wenn ich ihn mit Gaia verschmelze, hat sie genug Macht, um es mit der Festes aufzunehmen. Gute Nachricht. Also, was kann ich für dich tun? Ich hoffe, so ist nicht sauer, dass ich dich vom Training abhalte. Tja, ich denke, da besteht kein Grund zur Sorge. Wie meinst du das? Was ist passiert? Bevor Zoe es geschafft hat, die Landgötter zu reparieren, schlug ich vor, dass Gaia neue machen sollte, wenn sie wiederhergestellt ist. Sobald wir Hephaestus haben, ist das definitiv möglich. Das habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, etwas an meinem Ton hat ihr nicht gefallen. Sie wurde ziemlich grob. Hat gesagt, ich würde nicht verstehen, wie ihr Stamm über die Maschinen denkt. Was natürlich stimmt. Und ich will wirklich nicht ihre Traditionen missachten. Ja, das wäre, glaube ich, auch besser. Ich habe versucht, die Dinge anders zu sehen. Mehr wie du. Weißt du, eine Maschine einfach. Nur als Maschine. Ja, ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht, stimmt's? Nicht deine Schuld. Keine Sorge. Hast du mit Zoe geredet? Nach dem Streit? Ich habe ein paar Stunden lähmende Stille durchlitten. Dann schienen sie weiterzumachen. Gewissermaßen. Wie machen die Leute das? Woher weiß ich, dass das nächste, was ich sage, nicht nach hinten losgeht? Was, wenn eine Entschuldigung nächstes Mal nicht reicht? Gibst du ihr ein ausgestopftes Tier? Du bist echt fies. Weißt du das? Warum glaubst du, dass ich irgendetwas darüber weiß? Das kriegst du hin. Du verlässt mich wieder, hä? Huh? Wenn sie mich kalt macht, bist du schuld. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Du hast es geschafft. Verschieben wir das. Ich gebe Erin Bescheid. Das hätte ich mir vielleicht anhören können, aber egal. Aloy, du bist zurück. Und du bringst Geschenke mit. Heißt das, dass wir die Seenets bald von unserem Land entwurzeln können? Das hoffe ich. Gut. Hast du je Erins Brettspiel gespielt? Streit? Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte gehofft, es lenkt ihn genug ab, dass er uns mit diesem Death-Metal-Lärm verschont. Leider umsonst. Es sah aus, als hättest du da drüben an was gearbeitet. Da Gaia jetzt immer stärker wird, habe ich einen Weg gesucht, die Landgötter zu heilen. Selbst wenn manche hier finden, dass ich sie aufgeben sollte. Ich habe mich doch entschuldigt. Dein Freund dachte, es wäre eine gute Idee, die Landgötter durch neue Maschinen zu ersetzen, wenn Gaia sich erholt. Was nicht? Die Landgötter sorgen seit Generationen für unser Volk. Sie sind kein Spielzeug, das man einfach wegwirft. Selbst wenn sie nur Maschinen sind, die funktionieren, wäre es grausam, sie in ihrem Leiden aufzugeben. Ich bin sicher, dass Val das versteht. Jetzt schon. Allerdings musste ich erst ziemlich wütend werden. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Val sieht sehr konzentriert aus. Er war mit den Daten beschäftigt, die Poseidon uns enthüllt hat. Wir haben erst kürzlich von Bergen gehört, tief unter Wasser. Die Feuerspeien. Wenn ich richtig verstehe, hat Gaia gesagt, die Flammen, die sie freisetzen, kommen aus dem Zentrum der Erde. Wie ein Herz, das für das Leben der Welt pulsiert. Wie immer lässt sich der Kreislauf an den ungewöhnlichsten Orten beobachten. Natürlich ist Val von den Explosionen unter Wasser am meisten fasziniert. Ich muss jetzt gehen. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo ich bin. Jetzt geht wieder die Musik an wahrscheinlich. Ich fühle mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja. Da drüben. Okay. Macht ja auch gleich dann noch neue Dinge ins Haus, ne? Ach, guck mal, da sieht man sogar, welche sie schon wieder zurück hat. Da ist es. Beschäftigt? Im Krieg darf man nie untätig sein. Doch es ist immer Zeit, mit seiner Kommandantin zu reden. Oh, so.
So sehe ich mich eigentlich gar nicht. Nicht? Warum so sehen nicht? Wir dich aber. Ja. Ist was Interessantes passiert, als ich weg war? Ich habe einen guten Ort gefunden, um mit der Klinge zu trainieren. Oh, und wo ist das? Draußen, oberhalb der Basis. Dort ist ein Nest Sonnenflügel, die immer gern kämpfen. Hast du je überlegt, mit etwas zu trainieren, das dich nicht töten will? Das wäre dem Zweck des Trainings abträglich. Naja. Was hattest du denn vor? Varl möchte die Unterschiede zwischen den Clans meines Volks lernen. Also habe ich ihn Tenakt-Geschichte gelehrt. Die ist gespickt mit Blut und Tod, aber auch mit ehrenwerten Taten und vernichteten Tyrannen. Vielleicht willst du auch davon hören, wenn unsere Mission vorbei ist. Es wäre mir eine Ehre. Ich lasse dich weit. Das werde ich tun. Gut. Jetzt will Ball noch mal was sagen. Willst du noch über... Ja, tatsächlich. Zwischen dir und Zoe scheint es wieder besser zu laufen. Ich habe ein paar Stunden lähmende Stille durchlitten. Dann schienen sie weiterzumachen. Ja, das habe ich doch schon gehört. Machen die Leute das? Woher war... Was, wenn... Gibst du ihr ein Auto? Du bist echt... Warum glaubst du... Du verlässt... Hä, das habe ich doch schon gehabt. Ich sollte los. Bestimmt. Okay. Na dann. Puh. Schön, dich wiederzusehen, Aloy. Ja. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. So, schauen wir, was wir hier haben. Zwei Drohnen, ne? Eine ist drüben auf dieser Insel. Die andere ist hier vorne. Ich darf mit dir reden ohne... Okay. Na dann. Demeter beschafft. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen, und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Ich kenne den Ort. Bei der Hauptstadt des Wüstenclans. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Aang, Zoe und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere.
Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Cadferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Na dann. Samen und der Alva Vergangenheit. Haben die Quellen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Ich bin zurück, Gaia. Hallo, Aloy. Aloy. Worüber willst du reden? Einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar. Beta ist überzeugt, dass wir Hephaestus nicht kriegen können. Glaubst du, dass sie es mit dieser Einstellung schafft, die Anlage und den Impulsgenerator zu bauen? Man wird sie überreden müssen. Doch mit Unterstützung wird sie es bestimmt tun. Oh, ich verstehe sie nicht. Sie ist überzeugt, dass wir scheitern. Sie ist ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Sie bleibt wohl am besten hier, wenn wir nach Gemini gehen. All diese Daten, die ich in alten Bunkern und Ruinen gesammelt habe. Ich hätte nie gedacht, dass andere Leute sie wirklich ansehen würden. Meinen Observationen zufolge beschäftigen sich deine Begleiter regelmäßig mit diesem Material. Erend hat bei diversen Gelegenheiten nach Geburtstagspartys gefragt. Er scheint irritiert von der Tradition zu sein, süßes Gebäck zu servieren, da sie nicht zu der Tradition der außer Rampast sprudelndes Starkbier anzubieten. Er schlug auch vor, für dich eine Party auszurichten. Als Überraschung. Ja, nein, danke. Das hatte ich mir gedacht. Kommt Cotallo mit anderen klar? Ja, obwohl er es die meiste Zeit vorzieht, allein zu sein. Er scheint Daten zum Vormarsch der Kriegsmaschinen und bedeutenden Schlachten während der Pharaoh-Plage zu sammeln, um eine Karte von Operation Enduring Victory zu erstellen. Sein Ziel ist offenbar, die Kriegstaktiken der alten Welt zu studieren. Das würde ich gern einmal sehen. Es ist wohl ein persönlicher Zeitvertreib. Er hat mein Angebot, bei seinen Forschungen zu helfen, mehrfach ausgeschlagen. Nachdem du nun Aether, Demeter und Poseidon hast, was ist mit der Biosphäre? Die lokalen Bedingungen haben sich verbessert. Superstürme haben nachgelassen. Zahlreiche Wasserquellen wurden gereinigt und Bodenbedingungen wurden saniert. Diese Verbesserungen werden den Umweltkollaps für einige Monate abwenden können. Mit etwas Glück hast du schon bald Hephaestus. Dann kannst du die Biosphäre endgültig reparieren, oder? Korrekt. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen und zu produzieren, um die Umweltschäden, die bewirkt wurden, umzukehren. Eins habe ich mich gefragt. Wie konnte Cadferus eine höhere Freigabestufe als Alpha erstellen? Elizabeth sorgte dafür, dass er das Projekt nicht stört. Womöglich beauftragte er seine eigenen Techniker, eine Hintertür zum Zero-Dawn-System zu schaffen, ohne Elizabeths Kenntnis. Meine Vorgängerin wusste nichts von ihrer Existenz, bis er sie aktivierte, um die Apollo-Datenbank zu eliminieren. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Einer, der uns erlauben wird, Hephaestus zu bezwingen. Zum Glück wissen wir dank Betas Informationen, wo wir eine Omega-Freigabe beschaffen können.
Stimmt. Mhm. Irgendwo in San Francisco. Ach Gott. Unser Plan zur Ergreifung von Hephaestus. Gehen wir ihn nochmal durch. Wie du meinst. Dank Betas Test wissen wir jetzt, dass Hephaestus nicht auf deine Alpha-Freigabe reagieren wird. Und aus diesem Grund musst du Ted Ferros Omega-Freigabe beschaffen. Genau, aus seinem Privatbunker, Theben. In deiner Abwesenheit werde ich Beta helfen, die Transportanlage und Impulsgeneratoren zu bauen. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren. Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen. Vor der Verschmelzung. Hm. Wie lange wird das dauern? Meine Berechnungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich schätze, es dauert noch ein paar Stunden. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. Naja. Also war die Anlage, in der ich Demeter entdeckte, vorher eine Agrarforschungsanlage von Pharaoh. Dort wurde das Biomasse-Umwandlungssystem entwickelt. Aber auch die Diamantranken. Wusste Elizabeth, dass sie daran arbeiteten? Wahrscheinlich wurde sie über andere Versuche, den Maschinenschwarm zu bekämpfen, gebrieft. Obwohl ihr Fokus nur Zero Dawn galt. Das macht Sinn. Aber die Ranken funktionieren tatsächlich. Hätten sie rechtzeitig gegen die Pharaoh-Plage einsetzen können? Mit den Daten über das Projekt habe ich mehrere Simulationen durchgeführt und daraus ermittelt, dass es nie funktioniert hätte. In allen Szenarien. Geil. Hätten die Pharaoh-Kriegsmaschinen die Ranken gehackt und deaktiviert, bevor sie den Schwarm hätten eindämmen können. Dann war Zero Dawn wirklich die einzige Lösung. In der Treibhausanlage gab es eine Menge Daten über Landwirtschaft. Helfen Sie den Quen, ihre Heimat in Ordnung zu bringen? Ich starte eine Anfrage. Fertig. Die Daten enthalten Informationen über neue Pflanzenbaumethoden, die dem Stamm auf lange Sicht helfen könnten. Aber neue Pflanzen werden die Welt nicht retten. Dann hängt es wohl an uns. So ist es. In einem der offenen Räume fand ich Daten. Es soll unter der Anlage noch funktionierende Saatgutbanken geben. Nur wieso? Meine Vorgängerin hatte die Aufgabe, die Biosphäre mit primären und sekundären Pflanzenspezies wiederherzustellen. Wäre alles nach Plan gelaufen, wären die Menschen irgendwann in der Lage gewesen, tertiäre Spezies einzuführen, darunter neue Pflanzen. Haben wir Zugriff darauf? Leider müssen wir noch warten. Ich brauche die Kontrolle über die Maschinen, um die konservierten Samen zu erhalten und verteilen zu können. Und dafür brauchen wir Hephaestus. Darum kümmern wir uns später. Also hat Gemini zwei Datenkerne. So eine Brutstätte habe ich noch nie gesehen. Aber du hast etwas von seismischer Aktivität erwähnt. Als meine Vorgängerin versuchte, die Brutstätte zu bauen, wurde der Bau von einer Reihe von Erdbeben unterbrochen. Der Datenkern wurde bereits gebaut, aber der Rest der Anlage wurde beschädigt. Also begann sie erneut. Ein zweiter Kern wurde gebaut, aber nach weiteren Beben gab sie den Standort auf. Zum Glück. Gibt es immer noch Beben? Nein. Obwohl sie auch bei anderen Anlagen in der Region Instabilitäten bewirkt haben. Ja. Konntest du die Funktionen von Demeter nutzen? Ja.
Ich konnte die Bodenbedingungen verbessern und ein temporäres Gleichgewicht herstellen. In der Gegend sollte es weniger wilden Pflanzenwuchs geben. Vielleicht können sich so die Felder von Rheinklang etwas erholen. Unglücklicherweise ist die Erholung in diesem Gebiet ohne die Unterstützung der Landgötter der Utaru unwahrscheinlich. Ich habe die Sache mit Zoe besprochen. Wir haben womöglich eine Lösung. Jetzt geht die Questreihe mit Zoe weiter. Ja, ich helfe ihr dabei. Da ist etwas, das ich immer noch nicht ganz verstehe. Wieso hat Demeter Flugmaschinen benutzt, um Metallblumen zu verbreiten? In verwirrtem Zustand verteidigte sich Demeter gegen einen Roboterschwarm, der drohte, alle Pflanzen zu vernichten. Dachte sie, die Pharaoh-Plage wäre noch im Gange? Sie fürchtete, sie würde wiederkommen. Gemäß ihrer Direktive, die Vegetation der Erde neu zu pflanzen, wollte sie das Pflanzenleben um jeden Preis verteidigen. Sie hatte 20 Jahre, um sich auszubreiten. Also wirst du die Früchte ihrer Arbeit sicher noch eine Zeit lang finden. Gut, dass ich den Code habe, um die Ranken aufzulösen.